Stadt mit Potsdam. Polen. Polen sagt eine Stadt, Alter. Autor mit. Ein Autor mit N. Nietzsche. Ich lese doch nicht. Sowas. Verschwendung. Ein Vogelei ist nicht eindeutig kleiner als ein Apfel. Niemals, Digga. Tag, Freunde. Mahlzeit. Hier, heute, wir haben uns überlegt, heute gibt's Partyspiele. Wow. Party. Juhu. Heute jetzt. Puff, tralala und gute Laune. Heute jetzt. Wortblitz. Ein ganz großes Spiel. Und zwar ganz lange Regeln, kurz erklärt. Hier, ja, ich muss es auch wissen. Hier steht immer so ein, weiß ich, hier steht zum Beispiel Spielzeug drauf, ja. Und auf der nächsten Karte ist ein Buchstabe, L. Dann ein Spielzeug mit L. Luftballon. Lokomotive oder was auch immer, genau. Würdest du Luftballon als Spielzeug gelten lassen? Ja. Damit spielt man. Natürlich, kleine Kinder spielen mit Luftballons. Das wird wieder eine sehr debattenreiche Runde heute. Ich merke es jetzt schon. Ich habe es in der Stammzelle, merke es schon. Da kribbelt's. Wer gewinnt wann, wie? Naja, es sind 50 Karten. Die letzte Karte bleibt übrig, weil dahinter ja keiner mehr ist mit dem, mit irgendwie, was ich. Was danach kommt, ist schon klar. Keine Buchstabe mehr. Also wir spielen insgesamt 49 Karten. Wer am Ende die meisten Karten hat, hat gewonnen. Okay, also eine Runde. Genau. Alles klar, dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Snack mit A. Ananas. Das ist kein Snack. Natürlich. Das ist Frucht, das ist doch kein Snack. Alter. Apfelringe. Ja, okay. Land mit K. Kasachstan. Etwas Peinliches mit P. Penisbruch. Ist ja wohl meine. Penisbruch ist ja wohl nicht peinlich. Natürlich ist Penisbruch todespeinlich, Alter. Nee. Wenn du richtig ratterst, dann macht er knick-knick-knack. Also dann bleibt der stehen. Ich würde auch sagen, wenn wir das gelten lassen bei dir. Pupsen ist doch nicht peinlich, ich furze überall. Das ist aber peinlicher als ein Penisbruch. Achso, du gehst immer schön zum Arzt und sagst, hallo Herr Doktor, ich hab mal wieder einen Penisbruch. Mal wieder. Ich würde sagen, die legen wir mal in die Mitte und die kriegt der Nächste, weil das war jetzt echt sehr zeitnah. Also. Da geht's schon wieder los. Also, ein Möbelstück mit H. Hocker. Ich bekomme beide. Beide. Ein Getränk mit Tee. Ich war früher. Nee, Digga. Beide gleichzeitig. Dann legst du wieder in die Mitte. Historische Figur mit Michael Jackson. Ist doch keine historische Figur. Tutanchamun. Genau. Mit M. Also wir reden jetzt Magnum. Nein, wir reden von Historik, Digga. Wir reden nicht historische von irgendeiner Figur mit M. Okay. Michelangelo. Das ist eine historische Figur. Nein, gut, komm. Nee, du musst das hier nehmen, du Idiot. Ja, Entschuldigung, aber das hier muss ich ja trotzdem nehmen. Ja, ich habe ja zwei gehabt. Also das kommt jetzt Beeindruckendes hier. Beeindruckendes mit U. Ultralative. Was? Ein Ultralativ ist ja wohl das Beeindrucken, ist ja beeindruckend. Das heißt gar nicht, du weißt schon, dass das Wort gar nicht richtig ausgesprochen wird. Ultralative? Nein, das ist ein Ultralativ gibt's nicht. Nee. Na klar. Nee, das gibt's nicht, Alter. Ultralativ gibt's nicht. Was ist das? Was soll das sein? Das, noch das ist ultimativ, aber nicht ultralativ. Das gibt's nicht. Okay, komm, dann machen wir etwas Beeindruckendes mit Uhu-Gesänge. So. Uhu-Gesang ist auch beeindruckend. Uhu-Gesang? Ganz ehrlich, das ist schon wieder so. Ist ja wohl beeindruckend. Das ist so schummelteimisch schon wieder, ist Alter. Ja beeindruckend, so. Superheld mit Z. Zorro. Etwas zum Anziehen mit F. Fliege. Musikrichtung mit U. Untergrundrap. etwas in einem Restaurant mit U. Nee. Doch. Andersrum. Du hast das daneben gelegt, Digga. Also Serie mit B. Achso, Serie mit B. Bonanza. Etwas in einem Restaurant. Essen. Genau. Marke mit D. Deutsche und Gabbana. Boah, nicht schlecht. Ja, Spielzeug mit H. Handy. Nee. Ja klar, so Handy-Dummy. Handy-Dummy ist aber, ich kann dir so sagen, meine Kids. Freunde, das artet aus, ich sag's euch. Objekt am Strand. Liege. Pampelmuse. Buchtitel mit K.
kaufmännische Regeln. Nein, komm, laber nicht. So Quatsch. Na klar. Contra K. Das ist ein Buchtitel, ja, suchen wir. Wollen wir gucken in der Mitte? Gibt's nein. Ein garantiertes Buch. Nein, das gucken wir nicht. Katastrophen der nein. Des Mittelalters. Natürlich, gibt's auch der alles. Der Knicke! So, das ja, auf jeden Fall genau, meiner. Nee. Natürlich. Dann beide. Ich habe so viele Sachen gesagt. Das ist aber alles nicht richtig. Gibt es alles als Buch. Egal. Körperteil mit Nase. So, hier. Mit N was. Das ist so, so falsch. Also eine Farbe mit C. Champagner. Okay. Etwas Gefährliches mit Qualle. Ui, das war gut. Werkzeug mit G. Gartenschere. Lassen wir mal gelten, Alter. Das war gut. Sportart mit Sport. Schwimmen. Na, Sportart. Schwimmen. Ja, gut. Größer als ein Haus mit Malediven. Ist das bescheuert? Größer als ein Haus, die Malediven. Ja, natürlich. So, Digga. So, ein Vogel mit I. Icarus. Amsel, Drossel, der Icarus, das ist doch, fliege höher als er, weißt du, was ich meine? Icarus. Ah nee, das war ja der höher geflogen ist. Das ist doch kein Vogel. Das war der Typ, der bis zur Sonne geflogen ist und dann die Flügel sich gelöst haben. Das ist kein Vogel. Ja, genau. Die berühmte Vogelart mit I. Gittipfui, mir fällt keiner ein. Okay, dann nehmen wir den nächsten. Nein, das fällt uns noch ein. Ein Vogel mit I. Eine illustre Vogeldame. Ja, okay, also einigen wir uns auf die nächste Karte. Mir fällt nichts ein. Indischer Schrei. Ja, indischer Schreispatz. Hier. Schrei, 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 schrei. So, okay, ja, wir einigen uns auf nächsten. Die kriegt dann der nächste. Ja. Also eine Stadt mit Potsdam! Polen sagt eine Stadt, Alter! So, ein Transportmittel mit L. Linienbus. Lokomotive. Ich bin erster gewesen. Ja, gut. Gemüse mit S. Salat. Ist kein Gemüse. Natürlich ist Salat Gemüse, Dicker. Was soll es Obst sein, ja? Ich mach mal einen leckeren Obstsalat. Mit Ananasbrühe und Salat. Lecker. So, ein Künstler mit Flowern. Ein Fisch mit Dorsch. Dora. Ich hab Dori. Dora. Dori. Gibt's doch eindeutig. Also, Liedtitel mit Macarena. Macarena. Etwas Rundes. Torte. Gut. Autor mit N. Nietzsche. Ich lese doch nicht. Sowas. Zeitverschwendung. Etwas Weihnachtliches. Mit Schnee. Spekulatius. Ich war Erster. Ich habe ja von Schnee schneller gesagt. Okay, komm. Dann sagen wir Nächster. Freunde. Schnee und Spekulatius. Ich war definitiv früher. Nur weil du schon Sch gesagt ich hast. Ich war Erster. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Aber der gilt jetzt als für die Nächsten. Kleiner als ein Apfel mit Vaseline. Vaseline ist kleiner. Vogelei. So ein ganz kleines. Ja, ist richtig. Vogelei. Gut. Punkte für mich. Vogelei ist aber nicht. Na, hallo, von so ein Spatz. Ist aber. Ja, genau. Aber ein was Vogelei denn? Ja, ist von kleiner als ein Apfel. Was ist das für ein Vogel, ja, wenn du so ein Ei hast? Na, Straußenvogel? Nee. Das kannst du vergessen, Digga. Ein Vogelei ist nicht eindeutig kleiner als ein Apfel. Niemals, Digga. Niemals. Okay, das sind zwei schon, die gesammelt werden für den nächsten. Nee, Doch. Doch. Nein, wir machen nicht, wir machen jetzt weiter. Das muss jetzt, was ist es? Ein Wort, was Quatsch. Wort, das die Person neben dir beschreibt mit Raucher. Ich rauch nicht mehr. Ja, ja. Ja, ist so. Rauchen ist übrigens böse. So, ein Hobby mit Junkie. Junkie. Sprache mit Russisch. Gewässer mit Heiligensee. Das ist doch kein Gewässer. Natürlich ist der Heiligensee ein Gewässer. Der Heiligensee, na gut. Blume. Eine Blume mit. Ich schenk dir eine. Ingelblume. Ich ingel dir auch gleich eine. Eine Blume mit I. Eine Blume mit I. Isosta.
Eine Blume die mit irre, Blumen. Die irre Paula. Komm, wir nehmen was Nächstes. Okay, also, Bauer, das kommt dann der Nächste. Bauernhoftier mit Kamel. Kuh. Bauernhof, Kamel. Bauernhof. Ja, gibt's Bauernhöfe nur in Deutschland? Ich glaube nicht. Nee, Digga, nee. Nee, ja, natürlich! Bauernhof, Kamel! Es gibt Bauernhöfe, ja, die geben Milch, die geben nein. Fleisch. Nein. Also, nein. Du kriegst es nicht. Wieso? Ich sag was Richtiges? Du hast auch was gesagt. Ja, aber Kamel ist doch wohl... Gibt es nur Bauernhöfe in Deutschland? Darum geht's nicht. Keiner hat ein Bauernhoftier. Ein typisches Bauernhoftier ist doch kein Kamel. Nimm! Ja. Nimm mal, doch! Bring mal offen. So, Musikinstrument mit... Schlagzeug! Gut. Wort, das dich selbst beschreibt. Maulwurf. Du bist Maulwurf. Maulkopf von mir aus. Was ist ein Maulkopf? Ein Maulkopf? Kennst du nicht? Alter Maulkopf, hör mal auf, jetzt rumzumeckern hier. Ach so, du bist ein Maulbär. Ein Maulbär, das so genau. Ein Auto mit Opel. Nee, komm, das war gleichzeitig. Okay, das ist wirklich schlecht. Etwas Stinkendes. Arschloch. So, eine Pflanze mit... Mir liegt's auf der Zunge. Ah. Eintopfbaum. Esche ist ein Baum. Eine Esche, ja gut, ich glaube, das kenne ich. So, ein Nachtisch mit... Blaubeerkuchen. Ein Filmtitel mit... Bonanza. Der Film. Bonanza, der Film. Haustier mit... Giraffe. Nee. Gisela. Galapagos-Schildkröte. Ein grauer Dackel. Oh, das war gut, grauer Dackel. Okay, ein Beruf mit... Es neigt sich dem Ende. Einbrecher. Es ist kein Beruf. Okay, Elektriker. Eine Berufung. Elektriker. Eine Berufung ist Elektriker. Okay, machen wir jetzt die letzte. Ist der letzte? Ist die letzte, nehmen wir die noch mit oder nicht? Nein, die letzte ist letzte, okay, haben wir gesagt. Das wäre auch Schminke gewesen. Keine Ahnung. Okay, Freunde, so, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich wollte, glaube ich, ein bisschen mehr, das kurz mal vergleichen. Nein, jetzt nur mal vergleichen. Schätzen. Schätzungsweise hier, schätz mal. Ja, das sieht schon ganz gut aus für den Schulti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27! 22. Das sind 50 Karten. Eine liegt übrig. So, ja. Dankeschön. So, Bestrafung gibt's beim nächsten Mal. Wie gesagt, da haben wir uns ganz schreckliche Sachen schon ausgedacht. Das könnte funktionieren. Okay, wir machen gleich noch ein Foto, wenn es rot geworden ist, Alter. So voll ist. Ja, okay, ja, die Strafung ist durch. Wir haben es gut gespielt. Ja, zwiebelt. Ich habe bestimmt gleich einen Abdruck. Der wird langsam. Gut gespielt, ja, cool. Gewonnen! Wenn er mir wehtun darf, dann gibt er mir sogar mal freiwillig die Hand. Unglaublich. Komm, ich puste. Wenn ich mal heirate, dann ist das schon. So, Schmerz danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der tut schon weh. Ja, aua, genau. Wenn ich da richtig rufkloppe, tut das weh. Ja.